Hallo Radfreunde, heute ist die fünfte Etappe unserer Weser-Tour. Wir sind schon fast verpackt. Das Wetter ist wunderschön, nur gestern ein bisschen Regen gehabt. Heute fahren wir von Drakenburg hier nach Horstedt. Campingplatz Fährhaus, glaube ich, heißt das auch. Das sind 77 Kilometer. Es wird hoffentlich das Wetter so gut sein, dass wir nicht nass werden. Meine Regenjacke ist ganz unten in der Tasche verpackt, extra mit Absicht, dass der Regen die Jacke gar nicht bemerkt. Sonst trocknen wir jetzt unsere Sachen von gestern noch ein bisschen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit mir fahren, mit uns. Und ich weiß nicht, ob was Interessantes wird, nur wird man weiter die Kilometer powern, weil, so wie ich schon gesagt habe, so ganz interessant, es ist hier sehr schön, sehr idyllisch, auch auf dem Campingplatz, wo wir hier sind. Und so eine Auszeit braucht man auch sicherlich, aber interessant, was Interessantes unterwegs, außer Wasser, habe ich nie gesehen. Gut, das ist alles Geschmackssache, selbstverständlich. Ich bin auch glücklich, dass ich hier bin. Aber dass ich sage, okay, hier werde ich nochmal fahren, dann eher nicht. Das mache ich nicht. Also, wenn ihr Lust habt, kommt heute mit, schaut euch das alles an.
So, wir sind hier an dem Campingplatz Fährhaus angekommen, das ist in Horstedt. Es ist eine schöne Anlage, keine Frage, alles haben wir noch nicht gesehen, haben wir gerade Zelt aufgestellt. Heute haben wir gemacht 78 Kilometer. Hier am Zeltplatz ein Stück zum Duschen ist, ja, aber macht nichts, sonst ist alles zusammen. Wir haben für Zelt und Person 10 Euro bezahlt pro Person mit Zelt. Das ist günstig. Dafür gibt es hier Strom und auch Wasser gleich in der Nähe, überall Trinkwasser. Und für Duschen muss man noch 1 Euro zahlen. Und das ist für 7 Minuten. Daher ist das wirklich top, muss ich sagen. Bin ich sehr zufrieden. Gerade habe ich mich verbrannt. Habe ich Kaffee gekocht, habe mich verbrannt. Aber dafür, hallo, moin. Darf ich zuerst trinke ich mein Bierchen, was ich unterwegs noch gekauft habe. Natürlich alkoholfrei, wie sie das gehört. Meine Tochter ist gerade beim Duschen. Wenn sie dann fertig ist, dann gehe ich. Wenn man zu zweit wird, ist nicht schlecht, weil da braucht man nie die Wertsachen mitnehmen, weil da eine passt immer auf. Also das ist der Vorteil. Das ist eigentlich ganz schön. Und was soll ich nur sagen? Später werde ich noch was hier als Fazit erzählen. Sonst, ja. Also von dem Campingplatz, da bin ich zufrieden, wie das alles hier ist. Ja. Es ist noch ziemlich ruhig. Wir sind sehr früh da. 17 Uhr ist da erst. Da werden doch die nächsten sicherlich noch kommen. Auch unsere Bekannte aus Magdeburg, die praktisch jeden Tag auf dem gleichen Zeltplatz sind wie wir. Vielleicht finden die heute uns. Mal gucken. Also, erstmal trinken da. Mein Bierchen und Kaffee gleichzeitig. Ne, zuerst Bierchen und dann Kaffee. Schmeckt. Dürfte kühler sein, aber was soll's. Im Laden haben die Kühlschränke, wo auch Bier steht, wird gekühlt, aber leider nur alles mit Alkohol. Verstehe ich nicht, wieso kann man auch nicht ein paar Dosen oder ein paar Flaschen ohne Alkohol reinstellen. An mich denkt niemand halt, gell? Kleines Fazit. Wir sind jetzt nach dem Abendessen. Gleich werden wir noch Geschirr spülen, Zähne putzen und sie langsam für den Schlaf vorbereiten. So, nochmal zur Strecke heute. Heute war schon interessant, weil wir sind durch viele Dörfer und Städte gefahren. Da hat man was gesehen, nicht nur Felder und Wälder. Der Wind war auch nicht so stark. Es hat auch nicht geregnet heute. Obwohl, haben wir angesagt, es kann sein, dass ein bisschen tropft, aber es war nicht ganz so sonnig, das heißt auch nicht so heiß wie die ersten Tage. Also im Ganzen muss ich sagen, stimmt alles, auch der Platz hier, so dass wir, das heißt meine Tochter, die Katrin und ich, einfach zufrieden sind. Wir haben auch wieder unsere Nachbarn aus Magdeburg, die neben uns zelten. Wir fahren schon mit denen ein paar
paar Etappen. Also, Jungs, Gruß von hier. Ich möchte mich bedanken bei allen, die ich hier ausgehalten habe, das zu anzuschauen. Gebt dann Daumen nach oben oder nach unten, wie immer. Oder auch Abo klicken. Und dann bis zum nächsten Mal. Das heißt, bis morgen. Morgen ist die nächste Etappe. Morgen sind, glaube ich, 82 Kilometer. Aber da werde ich morgen alles weiter erzählen. Also, tschüss!